Hallo zusammen, wieder hier in der Reihe Carte Blanche, die ich kuratieren durfte für das Filmmuseum. Heute mit einem Film, der mich in meiner Jugend sehr beeinflusst hatte. Deer Hunter, Michael Cimino, John Cassale, Christopher Walken und der ganz junge Robert De Niro, der seine Karriere damit ja auch begonnen hat, ein Antikriegsfilm. Als ich noch in der Schule war, war ich auf diesen Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Und weil das die Zeit war, als der Glaube an den guten Amerikaner so langsam zu bröckeln begann und man nicht verstanden hat, diese Bilder von den verbrannten Kindern, von den Kopfschüssen, von diesem Schlachten eines kleinen Volkes, von einem großen imperialistischen Macht, wie die Amerikaner, die dort Interessen verfolgen wollten. Und es ist eben kein Kriegsfilm im eigentlichen Sinne, sondern was Krieg mit Menschen macht. Drei junge Menschen, Freunde, die losziehen und als Rucks zurückkehren, als zerstörte Individuen oder erst gar nicht wieder zurückkamen. Ein sehr langer Film, 3 Stunden, glaube ich, hat in der Intensität dessen, was Krieg, was Freundschaft, was der Tod ausmacht und die Hoffnung und die Vorstellung von dem, was man mal wollte und man zusammen erleben durfte, was Krieg ist, das alles war in diesem Film mit einer ungeheuren Wucht vorhanden, dass ein junges Leben wie meines damals maßgeblich mit beeinflusst hat. Ein Film, den ich, wie ich finde, in diesem Genre nie wieder getoppt wurde. Ich wünsche Ihnen anregende 3 Stunden Film.